Pfannen, die nur selten gespült werden. Schimmel und Reste. Tote Tiere und Fleisch voller Gefrierbrand in der Tiefkühltruhe. Bilder, bei denen sich der Magen umdreht. Lebensmittelkontrolleure sollen uns davor schützen. Der Landesrechnungshof guckt sich alle Zahlen des Landes an, hat auch auf die Kontrollen genau geschaut und sagt, in Hessen gibt es viel zu wenige. Ja, als Bürger ist man zunächst einmal ein Stück erschrocken natürlich, weil man geht völlig achtlos und ahnungslos eigentlich in die Restaurants, man kauft sein Fleisch irgendwo ein, was auch immer. Und eigentlich denkt man, in so einem hochentwickelten Land wie Deutschland müsste das doch eigentlich gewährleistet sein, dass das alles ordentlich kontrolliert ist. Und dann stellt man fest, nee, ist nicht ganz so. Und wie gesagt, es geht um die Gesundheit von Menschen am Schluss des Tages. Und da denke ich schon, da ist es angemessen, dass man sich wirklich darum kümmert, dass auch die Kontrollen durchgeführt werden, die tatsächlich geplant werden, die notwendig sind. Von den notwendigen Kontrollen macht der Main-Taunus-Kreis mehr als nötig sind und steht damit ganz allein in Hessen 2020. Für den zweiten Platz reichen 86% der nötigen Kontrollen, Limburg-Weilburg. Ganz hinten der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit nur 18% der nötigen Kontrollen und der Odenwaldkreis mit 24%. Ähnlich das Bild im Rest von Hessen. Weniger als 50% Plankontrollen sind hier rot, weniger als 90% gelb. Die meisten Kommunen schaffen die vorgesehenen Kontrollen also bei weitem nicht. Das müsse sich ändern, findet auch die Opposition. Man sieht, es fehlen immer noch an Kontrollen überall, gerade von den großen Lebensmittelherstellern. Und wir sind der Meinung, da braucht es eben zentralisierte Kontrollmechanismen und Überwachung. Und da muss das Land endlich dafür sorgen, auch aktiv zu werden und das nicht alles auf die Landkreise und Kommunen abzuwälzen, weil es funktioniert so, wie es aktuell geregelt ist, leider nicht. Ähnlich sieht das der Landesrechnungshof. Er fordert mehr Kontrollen, den Bedarf an Kontrolleuren zu überprüfen. Unternehmen sollten mehr dokumentieren, Gastwirte einen Hygieneführerschein machen müssen. In Berlin gibt es etwas Ähnliches. Wer ein Lokal betreiben will, muss einen halbtägigen Hygienekurs machen, wie hier heute Nachmittag bei der IHK. Im hessischen Umweltministerium kennen Sie die Kritik des Rechnungshofs, die Forderungen, die schlechten Zahlen bei den Plankontrollen. Die Umweltministerin schreibt uns, sie arbeite an dem Problem. Seit dem Abschluss der Prüfung hat es einen deutlichen Personalzuwachs bei den Veterinärämtern der Kreise um mehr als 10% gegeben. Auch das Land hat zusätzliche Stellen geschaffen. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das noch nicht in gleichem Maße auf die Kontrollquote ausgewirkt, die auch in meinem Ministerium kritisch gesehen wird. Ein Skandal wie Wilkewurst dürfe sich nicht wiederholen, mahnt der Rechnungshof und schlägt vor, nicht die Kommunen sollten sich um die Kontrollen kümmern, sondern am besten direkt das Land.